Juhu, Wahnsinn, da bin ich Schatz. wieder. Und ich bin nicht mehr alleine, denn ich habe dieses tolle Paket. Nein, ich habe nicht nur dieses tolle Paket, ich habe auch noch nette Gesellschaft. Die Madeline ist hier. Hallo, Madeline. Hallo. Heute ist Sehr gut. ja meine erste Live-Show. Ich habe die letzte ja leider verpasst und ich bin schon ganz gespannt, was jetzt in deiner Box zu finden ist. Umso schöner, dass du jetzt da bist. Ja, wir werden jetzt zusammen hier in dieses kräftige Teil mal reingucken. Das ist echt ein ganz schöner Bollermann. Ist aber die Standardbox. Also das ist das, was man zugeschickt bekommt, wenn man bei der Outfitterie bestellt. Ich bin, wie gesagt, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich bin mega neugierig. Ich auch. Seien wir gespannt. Hier Ja, ist extra noch ein einfach Platz mal hier frei. hinstellen. Ich habe schon Platz gemacht. Dafür haben wir die Jungs extra rausgeworfen, dass wir jetzt in Ruhe da So, reingucken können. perfekt. Dann schmeißen wir Dann die öffne Kiste doch mal mal auf. das Kästchen. Kurz schon mal begutachten, wie wirklich schön die Box alleine aussieht. Ne? Also da freut Wie man eine sich ja kleine schon auf. Schatztruhe. Träumchen. So, du darfst auch Okay. auf der Seite darfst mithelfen, wenn du Okay. möchtest. Guck mal, machen wir gemeinsam. Ah. So. Alter Vater. Ach, und wir haben schon eine Guck dir kleine. das mal an. Geil, kann man das hier hinten mal? Kann man das hier hinten mal kurz zeigen vielleicht? Ihre persönliche Outfittery-Box. So funktioniert's. Erstens, nehmen Sie sich ein kühles Bier und probieren Sie alle Outfits in Ruhe an. Zweitens, behalten Sie, was Ihnen oder Ihrer Jury gefällt. Drittens, genießen Sie Ihre neuen Outfits. Na, Also schon sympathisch auch einmal. auf jeden Fall. Schon mal ein ganz gutes Design. Ich Ja. bin jetzt wirklich gespannt, was wir hier auspacken. Ich auch absolut. Hier ist, ich sehe schon, das ist irgendwie in so Bündeln. Guck mal, hier ist so ein Bündel Ach mit so einem ja. Gürtel drum Ah irgendwie. ja. Ich hatte in der Bestellung ja schon gesagt auch, dass ich so einen Sakko mit drin haben wollen würde. Das ist, scheint dieses Paket hier zu Das sein. Schicke für die Ich Hochzeit, schmeiß dir das ne? mal direkt hier wieder rüber. Ja. So, Und die die nächsten anderen? Bündel sind ja richtig hier edel mit Kordeln. Nett. Sollen wir das als Ja, erstes mal nehmen? hol mal gut den ganzen. So. Weiß nicht, was wir Das gleich ist natürlich auch anprobieren. wieder schick und leger, was du bestellt hattest am Telefon, ne? Das wäre mehr so für Freizeit wahrscheinlich, Genau, ne? genau. Guck mal, und jetzt Sieht ist hier sehr noch so edel eine aus. Autogrammkarte oder was? Von. Das. Ach, guck Ach. mal, das hier ist der Ben. Das ist der Ben. Vielleicht kann man dir das in der Kamera auch noch kurz zeigen. Das ist der Ben, mit dem ich telefoniert hatte von der Outfitterie. Er hat hier nicht nur eine kleine Karte an den Start gebracht, sondern auch noch auf der Rückseite einen kleinen Text für mich geschrieben. Ach, wie Das süß. ist süß. Ganz niedlich. Ich lese mal kurz vor. Ja. Oh, Schrift. Aber doch kriege ich hin. Ist eine sehr schöne, schnörkelige Schrift. Hallo Dirk. Ich hoffe, dir gefällt deine erste Box und alle Outfits passen wie angegossen. Ich freue mich schon auf dein Feedback. Bitte lass mich wissen, wie du die Kombinationen und die Schuhe findest. Viel Spaß beim Anprobieren. Ben. Ja, das muss man ja wirklich schon mal loben, ne? Das ist Dass das nett. wirklich auch sehr persönlich ist, ne? Da Ja, sieht guck man, mal das ist an. nur nicht nur eine persönliche Zusammenstellung der Outfits, sondern wirklich auch ein, sag ich mal, persönliches Geschenk von ihm, ne? Ja, so ein bisschen, Das ist ein gefällt mir bisschen wie sehr gut. Weihnachten, ne? Bisschen wie Auf jeden Weihnachten mit Fall. Bezahlen. Ja, Aber gut. herrlich. Das Schön. kommt, dann haben wir hier noch mehr Outfits. Och Gott, oh Ja, Gott. krass. Wir Das müssen sind sich ja erstmal echt viele, entscheiden, ne? aber irgendwie total viel. Und unten sind noch Schuhe drin. Ich sehe das schon, ich sehe das schon. Und eine Das ist ja Jacke. spannend Es ist so hier. viel. Lieber dir, die Community fragt, wie teuer denn dieses Paket war. Das ganze Paket, also teuer ist es erstmal, bestellt man natürlich ja völlig unverbindlich den Kram, so wie ich das mitbekommen habe. Also ich habe zumindest noch nichts zahlen müssen und die schicken einem das zu und man kann dann das behalten, was man will. Ich glaube, der Warenwert des gesamten Gerätes liegt bei ungefähr 1.000 €. Also natürlich nicht ganz wenig, muss man sagen. Donnerwetter. Ja, ist schon Das ist krass. Aber schon. ich habe jetzt eben schon gesehen, Es sind hochwertige Marken, ne? sind Ich ein habe paar eben Marken dabei. direkt beim ersten Also sehen Tommy Hilfiger genau. und. Also, Und hier, die ja. Schuhe habe ich auch gesehen. Von Lloyd. Ich vermute, der Schuh, ich hab die Preisliste wirklich nicht im Kopf. Ich vermute, der Schuh alleine kostet wahrscheinlich 130 €. Das sind aber die Preise, die man sonst im Laden wahrscheinlich auch bezahlt. Ja, das denke ich Du kennst auch. dich ja wahrscheinlich damit auch ganz gut aus. Ja, Shopping, ist doch, das so dein Ding auf jeden eigentlich? Fall. Also, Ja. ich gehe immer gerne shoppen und ja, ich finde das immer ganz toll. Wenn ich losgehe, oder das Problem ist bei mir auch, man geht los, man möchte irgendwas Bestimmtes und dann geht man in den Laden und findet mal das, was man gerade nicht kaufen wollte. Also, diese Probleme haben wir Frauen auch. Und du Aber kaufst es aber auch trotzdem wahrscheinlich, ne? ja, doch, das kaufe ich trotzdem. Und nachher gehst du Geil. mit 3 Tüten mehr nach Hause. Aber. Bis jetzt hat es immer geklappt und ja, die Preise, denke ich auch, sind immer die gleichen. So beim Schuh gerade so um die 100 €, 150. Das ist ja so eine größere Preisspanne. Ja, es ist wirklich ein ziemlich schönes Zeug, dieser Schuh. Ich habe ein bisschen mit dem Ben gequatscht. Also das Gespräch war in dem Beitrag natürlich sehr geschnitten.
Ich hoffe, euch hat meine Schauspielerkunst darin sehr gefallen. Ich habe das Gespräch ein bisschen gekürzt halt und nachgestellt. Aber in dem richtigen Gespräch haben wir noch viel darüber geredet, was mir so gefällt, was ich so gut finde. Und ich habe ihm halt im Prinzip auch so eine Art Schuh beschrieben, den ich gerne hätte. Und er hat mir dann direkt auch zugeschickt. Also das ist schon, muss man sagen, natürlich sehr lässig. Wir können ja kurz nochmal erklären, wie es gleich weitergeht. Also wir haben diese wundervollen Dinge alle bekommen, oder ich habe sie bekommen, ist alles meins. Und ich probiere den Kram gleich mal an und dann gucken wir, wie das auch tatsächlich am echten Mensch aussieht. Weil ja, in der Box, ne? Kann manchmal schöner aussehen, als es dann ist, aber ich denke, also was ich bis jetzt gesehen habe, sieht wirklich top aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn du mir das gleich mal vorführst. Ja, guck mal, echt, also wirklich, das ist ja... Also es ist schön aufgemacht, das muss man schon sagen. Ja, wie gesagt, ich werde mich jetzt mal für euch ein bisschen schön machen, zieh mich ein bisschen um. Währenddessen geht's drüben weiter in der Games-Ecke, nämlich mit Marci und Steffen und dem Spiel Battlefield 1942. Gaming auch was für dich, Marlene? Ich glaube, ich bin da noch nicht so der Experte, aber vielleicht lerne ich das ja. Dafür bist du ja hier. Wir gehen rüber. Wie sieht's aus, Steffen?